Der Bereich der frühkindlichen Bildung ist der SPD sehr wichtig. Deswegen hat auch die neue Landesregierung die Zahl der geförderten Ausbildungsplätze, der sogenannten PIWA-Stellen, in diesem Jahr auf 1000 erhöht. Wir haben die Grundlage für eine zusätzliche Deutschstunde in den Grundschulen gelegt. Vor den Ferien gab es das schon als Pilotprojekt für die Klassen 3 und 4. Und jetzt in dem neuen beginnenden Schuljahr gibt es das auch für die ersten und zweiten Klassen. Weil wir unbedingt mehr Lehrerinnen und Lehrer brauchen, haben wir die Maßnahmen zur Lehrkräftegewinnung intensiviert und bauen auch weiter Hürden ab, um Lehrkräfte aus dem Ausland zu gewinnen. Für das Schwimmbad-Investitionsprogramm SWIM, was jetzt SWIM Plus heißt, haben wir 5 Millionen zusätzliche Mittel bereitgestellt.